Mein Name ist Bastian Bredenkötter. Ich bin, wie gerade schon gesagt, Projektleiter des Projekts Bildung 4.OWL. Wir sind ein EFRE-Projekt, das bei der OWL GmbH angesiedelt ist. Und wie gerade auch schon angekündigt, unser Ziel ist es eben, das Thema Bildung 4.0, verstanden als Bildung für die digitale Arbeitswelt, jetzt nicht zwangsläufig als digitale Bildung, sondern das, was man für die digitale Arbeitswelt braucht, muss man natürlich auch an manchen Stellen händisch lernen. Ja, unser Ziel ist es eben, Bildung 4.0 entlang der gesamten Bildungskette voranzutreiben, von der Schule über die Ausbildung bis über Hochschule bis zur Weiterbildung. Genau, wir haben in unserem Projekt vier Maßnahmenfelder. Das heißt, wir haben einmal eine Bestandsanalyse gemacht. Was gibt es hier überhaupt schon im Bereich Bildung 4.0 in OWL? Eine Bedarfsanalyse gemacht. Was brauchen wir hier noch? Machen verschiedene Wissenstransfer- und Austauschformate und Qualifizierungsformate für Bildungsakteure. Wir machen Sensibilisierungsangebote auch gerade für Schülerinnen und Schüler. Da haben wir Industrie 4.0-Module zum Beispiel gemeinsam mit der Uni Paderborn entwickelt. Und eben sozusagen auch der Auftaktcharakter ein bisschen dieses Projekts, dass wir auch weitere Projekte entwickeln, mit denen wir dann anschließend Themen angehen wollen, die sich jetzt eben auch in unserer Bedarfsanalyse als Themen abgezeichnet haben, die man hier in der Region angehen sollte. Was ich jetzt heute mit Ihnen vorhabe, sind eigentlich zwei Sachen. Zum einen möchte ich mit Ihnen einen schnellen Ritt durch die Ergebnisse unserer Bedarfsanalyse machen. Zum anderen möchte ich Ihnen einen Überblick über verschiedene Maßnahmen, Angebote und neue Projekte hier in der Region geben, die es zum Teil eben schon natürlich vor unserer Bedarfsanalyse gab und die jetzt zum Teil aber auch im Anschluss an die Bedarfsanalyse entwickelt werden oder wurden. Genau, das wird ein ganz schneller Überblick. Wundern Sie sich nicht, die Folien, da steht ein bisschen mehr drauf, als ich sagen werde. Das ist dann auch gedacht, dass Sie dann nochmal nachschauen können, wenn wir die Folien im Nachhinein rumschicken. Ja, anschließend wird dann Herr Böckelmann eben einige Angebote von der Nachwuchsstiftung Maschinenbau detaillierter vorstellen. Ja, ich würde dann in unsere Bedarfsanalyse einsteigen. Die hat im Grunde genommen die folgenden Grundlagen. Wir haben 30 leitfadengestützte Interviews mit Expertinnen hier aus der Region geführt, und zwar aus der Wissenschaft, aus der Verwaltung, dort für die Bereiche Bildung oder Wirtschaftsförderung verantwortlich, Agentur für Arbeit, Kammern, Gewerkschaften, Weiterbildungseinrichtungen, Berufskollegs, ZI-Netzwerke und eben auch aus Unternehmen. Haben zudem Studien gelesen, natürlich zu Kompetenzanforderungen, Qualifizierungserfordernissen von Digitalisierung und Industrie 4.0 im Speziellen. Und der Tenor unserer Interviews ist eigentlich: OWL ist auf einem ganz guten Weg, aber so ging es ganz oft los. Und die Abers, die kann man eigentlich ganz gut in drei Handlungsfelder oder drei Felder einteilen. Einmal geht es um das Thema Bildung 4.0 noch mehr in der Breite zu etablieren. Einmal geht es sozusagen um Fragen der inhaltlichen Ausrichtung, welche Kompetenzen brauchen wir, welche Berufe. Und das andere geht in Richtung der Umsetzung von Bildung 4.0, welche Methoden, welche Infrastrukturen etc. Da würde ich jetzt kurz einen Überblick einmal geben über unsere Ergebnisse. Zum Thema Bildung in der Breite etablieren, Bildung 4.0 in der Breite etablieren. Da ist eben ganz oft deutlich geworden, dass das Thema noch nicht überall angekommen ist und wir hier Unterschiede zwischen und innerhalb verschiedener Wirtschaftssektoren haben. Wir haben sozusagen das Thema schon mehr in der Industrie auf dem Schirm als im Handwerk und im Dienstleistungsbereich, im Dienstleistungsbereich dann zum Beispiel mehr in dem Medienbereich als in der Pflege. Wenn wir in den produzierenden Unternehmen gucken, haben wir das Thema mehr im Fertigungsbereich und in den gewerblich-technischen Berufen adressiert als im kaufmännischen Bereich und im Verwaltungsbereich. Wir haben Unterschiede zwischen Unternehmen natürlich, zwischen großen und KMUs und kleinen Unternehmen, aber auch zwischen verschiedenen Beschäftigtengruppen. Das heißt, es gibt einige Initiativen und Angebote, die sich an Schülerinnen und Auszubildende richten, weniger, die sich gerade an ältere Bestandsbeschäftigte richten. Wir haben sozusagen eine Qualifizierung von Fach- und Führungskräften und weniger von Produktionshelferinnen. Wir haben sozusagen teilweise Qualifizierung von Einzelbeschäftigten, wo dann erwartet wird, dass sie als Multiplikatoren wirken, versus sozusagen einer Qualifizierung der breiten Belegschaft. Das sind Unterschiede, die wir festgestellt haben und die eben auch die Gefahr bergen, dass es zu einer Problemverkettung kommt, eben, dass es sozusagen junge
mehr weitergebildet werden als alte, sehr motivierte, weniger als normal motivierte Mitarbeiter, Fachkräfte eben weniger, mehr als Bestandsbeschäftigte und mehr als sozusagen gering qualifiziert und sich da eben Abstände vergrößern. Dann sozusagen als Ansätze, die wir angehen müssen in der Richtung, ist einmal Multiplikatoren qualifizieren und sensibilisieren, das heißt Lehrerinnen an allgemeinen Schulen schon auf das Thema, auf diese Themen aufmerksam machen, aber gerade auch speziellere Fortbildung für Lehrer an Berufskollegs, die zum Teil eben auch nicht über die normalen Weiterbildungsangebote für Lehrerinnen abgedeckt werden können. Wir brauchen breitere Qualifizierungen auch für Interessenvertreterinnen, die oftmals Themen wie sowas wie Datenschutz, so sehr konkrete und praktische Themen sich qualifizieren, aber dann weniger zu breiten Entwicklungen der Digitalisierung. Auch bei Ausbilderinnen wurde uns immer wieder gesagt, da müssen Ängste genommen werden, die müssen fit gemacht werden, weil die zum Teil auch dann etwas weiter weg sind von den von der Technologieentwicklung im Unternehmen. Und natürlich der wichtigste Multiplikator sozusagen, dass wenn das Thema erstmal beim Chef ist, dann hilft das nochmal extrem weiter. Dann aber auch immer wieder der Hinweis, es geht darum, die Beschäftigten in der Breite mitzunehmen. Wer die digitale Transformation schaffen will, muss die Menschen mitdenken und mitnehmen. Das sagt ein Unternehmensvertreter und nicht etwa ein Gewerkschaftsvertreter, eben um Technologieakzeptanz sicherzustellen, aber eben auch um die Potenziale der neuen Technologien wirklich auszuschöpfen, denn eben die Mitarbeiterinnen wissen am besten, was in ihrem Arbeitsplatz passiert und das kann man natürlich auch nutzen. Darüber hinaus brauchen wir eben eine bessere Transparenz über bestehende Angebote, da versuche ich dann hier heute schon mal ein bisschen mit beizutragen. Dann haben wir zur inhaltlichen Ausrichtung einmal, wir müssen das ganze Thema ganzheitlicher angehen. Das heißt, nicht nur auf Technik und Informatik im engeren Sinne beziehen, sondern es ist klar, wir brauchen inhaltlich auch soziale, systemische und methodische Handlungskompetenzen, nicht nur rein technisch-informatische für die digitale Arbeitswelt. Digitalisierung betrifft auch nicht nur gewerblich-technische, sondern zunehmend alle Berufe. Ein Hinweis speziell für die Allgemeinbildung eben immer wieder, das Thema muss als gesellschaftlicher Megatrend multiperspektivisch betrachtet werden, eben auch aus sozialwissenschaftlichen Perspektiven im Hinblick auf Fragen, was bedeutet das eigentlich für Individuum, Organisation und Gesellschaft. Gegenteil ein bisschen von sozusagen diesem breiten Ansatz ist dann eben gerade auch in den Unternehmen, dass man sagt, wir müssen eigentlich vom Allgemeinen informieren und demonstrieren. Da haben wir viele Angebote in den letzten Jahren gehabt, wo man dann sich mal Sachen angucken kann und mal was anhören kann. Müssen wir eigentlich zu einem passgenaueren Qualifizieren jetzt übergehen. Dafür müssen wir in manchen Berufen und manchen Branchen und Unternehmensbereichen noch genauer wissen, welche Kompetenzen die Beschäftigten für welche Tätigkeiten künftig benötigen. Wir müssen dafür eben passgenauere Angebote entwickeln. Dann immer wieder eine Frage, oder es ist immer wieder gelegentlich aufgetauchte Frage, was ist eigentlich mit dem Produktionstechnologen, dem Ausbildungsberuf, einerseits als Industrie 4.0 Beruf auf Facharbeiterebene gilt, andererseits bislang gar nicht ausgebildet wird, dort nochmal ein bisschen zu schauen, läuft der Beruf neben Bedarfen vorbei, ist er einfach nicht bekannt, gibt es nicht die passenden Auszubildenden, trifft er nicht die Bedarfe von kleineren Unternehmen? Das ist sozusagen noch eine offene Frage aus unserer Analyse. Zur Umsetzung wurde eben immer wieder darauf hingewiesen, dass wir, um unsere Ziele zu erreichen, uns eben die passenden Formate und Methoden wirklich überlegen müssen und dabei Verknüpfungen herstellen müssen zwischen formalem Lernen und On-the-Job-Lernen, zwischen großen Angeboten und Wissensnuggets, was ja immer wieder so ein Thema ist, die dann gegebenenfalls aber eben nicht so breite Handlungskompetenzen generieren und einfach nur auf Wissensvermittlung ja orientiert sind letztlich und natürlich auch Verknüpfung zwischen digitalen und physischen Angeboten. Gerade auch wichtig, die Potenziale der Digitalisierung jetzt auch wirklich in den Bildungsprozessen zu nutzen und nicht nur einfach alte Formate in digitale Schläuche zu kippen. Das war so ein ganz plastisches Zitat, glaube ich, oder wo es dann auch darum ging, dass an manchen Stellen E-Learning-Plattformen eigentlich nur als Buchungssysteme genutzt werden. Auch immer wieder ein Hinweis, auch digitales Lernen, wenn man denn digital lernt, braucht geeignete Räumlichkeiten und findet halt nicht im Nichts statt. Da war der Wunsch der Beschäftigten immer wieder da auch technischen Support und Ruheräume in den Unternehmen zu haben, um entsprechende Schulungen
zu nutzen und sie nicht nur im Homeoffice oder ähnliches zu nutzen. Dann haben wir immer wieder im Kontext Digitalisierung den Begriff selbstgesteuertes Lernen, lebenslanges Lernen. Da ist es eben wichtig, kam auch wieder immer auf in unserer Analyse. Das kann man aber nicht von alleine. Dazu muss man befähigt werden, sich selbst zu organisieren und sich selbst zu regulieren. Auch ein typisches Thema unserer Analyse. Wir brauchen eine bessere Vernetzung bestehender Infrastrukturen und Aufbau von Plattformen, die man eben nutzen kann, um orts- und berufsübergreifend und auch bildungssystemübergreifend zu kooperieren, über die man Unterrichtskonzepte austauschen kann und wo man eben auch mal Infrastrukturen nutzen kann, die an anderen Orten sind, weil eben perspektivisch nicht an jedem Ort immer die neueste Infrastruktur vorhanden sein kann. Ganz viele Dinge davon sollte man eben agil ausprobieren, anpassen und übertragen, weil es eben keine Blaupause für entsprechende Angebote immer gibt. Fazit unserer Analyse ist so ein bisschen, wir müssen das Thema ganzheitlich angehen. Es muss den Status von einer sozialen, ökonomischen und Technologieentwicklung zur Technologieentwicklung komplementären Notwendigkeit erhalten. Wir müssen Gatekeeperinnen, Multiplikatoren und Beschäftigten in der Breite gewinnen. Wir müssen vom Informieren und Demonstrieren zum passgenauen Qualifizieren kommen und dort eben konkrete Kompetenzbedarfe entwickeln und inhaltlich wie methodisch passgenaue Angebote entwickeln. Wir müssen dabei agil und kooperativ vorgehen und dort dafür eben auch die notwendige Denke und Unterstützung an den entscheidenden Stellen mobilisieren. Und wir sollten Infrastrukturen besser vernetzen, gerade auch im Bereich der Berufskollegs zum Beispiel, und eben auch die Möglichkeit bieten, über Plattformen eben einen Austausch von Lernkonzepten zu ermöglichen. Das wäre so ein bisschen unsere Bedarfsanalyse. Dem nächsten Schritt würde ich Ihnen einfach mal ein bisschen entlang der Bildungskette vorstellen, was wir hier in OWL schon haben und was sich gerade entwickelt. Da hätten wir zum einen vielleicht vorab ein bisschen Werbung. Auf unserer Website haben wir eben diese ganzen Ergebnisse unserer Bestandsanalyse, die wir gemacht haben, aufgelistet und zusammengeführt. Da können Sie also entlang der Bildungskette von der Schule bis zur Weiterbildung schauen, was es hier in der Region so gibt. Und wenn ich jetzt einiges ein bisschen schneller überfliege, dann finden Sie das da nochmal detaillierter, wenn Sie sich da weiter informieren müssen. Müssen wollen natürlich. Im Bereich der Schule oder für Schülerinnen und Jugendliche vielleicht interessant. Wir haben gerade ein neues BMBF-Projekt gestartet, zusammen mit der Uni Paderborn, den ZI-Zentren in OWL und dem BOW. Da geht es eben ganz konkret darum, die digitale Berufswelt für Jugendliche erlebbar zu machen in außerschulischen Mitmachangeboten. Da haben wir vor, einen Referentenpool aufzubauen aus der Wissenschaft, aus den Unternehmen, aus wirtschaftsnahen Einrichtungen, die eben diese Themen Jugendlichen nahebringen. Wir wollen an 30 neue außerschulische Lernorte hier in der Region erschließen zu diesen Themen. Die sollen dann zum Beispiel Veranstaltungen stattfinden in Jugendzentren, bei Vereinen, in Museen etc. Wir wollen Qualifizierungsangebote für Lehrende machen. Wir wollen Jugendliche in Ausbildungswerkstätten bringen. Wir wollen das Ganze mit einem Clubmodell verbinden, wo man für Teilnahme an Angeboten Punkte sammelt und sich später zum Beispiel auch ein Zertifikat über die Angebote, die man genutzt hat, ausstellen kann. Und dann natürlich auch der Aufruf an Sie, machen Sie mit. Wir können Sie gut als Referent gebrauchen. Wir kommen gerne in Ihre Ausbildungswerkstatt. Wenn wir uns mal den Bereich Hochschule im OWL angucken, dann sehen wir eigentlich schon, wir haben an 7 Hochschulen inzwischen digitalisierungsbezogene Studiengänge. Das heißt, wir haben technische Studiengänge zu Themen wie Data Science, intelligente Systeme, digitale Logistik etc. Wir haben kaufmännische Angebote, Digital Business Management, Management und Digitalisierung. Wir haben verschiedene Lehr- und Lern- und Forschungsfabriken. InProsys an der Uni, an der FH Bielefeld, die Smart Factory in Lemgo, die Ihnen wahrscheinlich allen bekannt ist. Und wir haben hier auch Exzellenz in der Arbeitsforschung. Beispiel das Kompetenzzentrum TIAM, das ja gerade hier auch im Rahmen von It's OWL gestartet ist. Im Bereich der Ausbildung sehen wir zum Beispiel einerseits seit Jahren schon, dass Berufe angepasst werden an die digitale Transformation. Wir haben die
industriellen Metall- und Elektroberufe, die Mechatroniker, die IT-Berufe, die entsprechend geändert wurden in den vergangenen Jahren. Wir haben neue Berufe, die einen direkten Digitalisierungsbezug haben. Produktionstechnologe seit 2008 schon gerade erwähnt. Wir haben jetzt die Kaufleute für E-Commerce. Aus den Informatik-Kaufleuten sind die Kaufleute für Digitalisierungsmanagement geworden. Wir haben weitere Berufe, für die sozusagen das Bundesinstitut für berufliche Bildung schon Digitalisierungsscreenings unternommen hat, also geguckt hat, wie werden die sich durch digitale vernetzte Technologien verändern. Ganz konkret haben wir hier auch schon ein paar Angebote in der Gegend, über die dann Herr Bröckelmann gleich auch noch, auf die er noch ausführlicher eingehen wird. Darum kann ich das hier auch ganz gut überflogen. Wir haben eine Zusatzqualifikation schon im Bereich digitale Fertigungsprozesse. Auch im Bereich Ausbildung haben wir Lernfabriken, wie zum Beispiel Lernfabrik Lippe 4.0. Weitere Lernfabriken entstehen auch noch. Wir haben schon eine Lernplattform, die Mobile Learning Smart Factories. Auch darauf wird Herr Bröckelmann gleich eingehen. Ausbilderberatungs- und Fortbildungsangebote. Und gerade ein neues gestartetes Projekt von der THOWL, dem Eigenbetrieb Lippe Schulen und Lippe Bildung, sowie der Kreishandwerkerschaft Paderborn-Lippe, in dem es eben darum geht, hybride Bildungsformate zu entwickeln, die berufliche und akademische Bildung verzahnen. Bildungsbrücken, das Projekt startet oder ist jetzt gerade gestartet. Gibt es auch eine Menge interessante Angebote, die da in den nächsten Jahren entstehen werden. Dann von unserer Seite noch, wir haben da gerade einen Antrag eingereicht, 5G-Lernorte für die Ausbildung der Zukunft, haben wir gemeinsam mit der Uni Paderborn, Fraunhofer USB INA, den Kreisen Paderborn und Gütersloh mit insgesamt 4 Berufskollegs, Pro Wirtschaft GT und der Nachwuchsstiftung sowie 5 Unternehmen eingereicht. Da geht es eben darum, Lernszenarien zur vernetzten Produktion der Zukunft zu entwickeln, in denen dann auf der Basis von 5G-Technologien oder von 5G-Kommunikation Standard eben berufsorts- und organisationsübergreifendes Lernen ermöglicht wird. Als Anwendungsfelder schweben uns da gerade die vorausschauende Wartung sowie Fernwartung und Qualitätskontrolle mit mobilem Equipment vor, wo wir eben vermuten, dass da ein großes Potenzial für 5G-Technologie einerseits liegt und andererseits aber auch sozusagen die berufsübergreifende Zusammenarbeit an Bedeutung gewinnt. Diese Lernszenarien wollen wir erproben und evaluieren an gewerblich-technischen und kaufmännischen Berufskollegs in Kooperation. Und das soll dann im Kreis Gütersloh mit Hilfe von einem 5G-Campusnetz erfolgen, in Paderborn mit Hilfe von einem öffentlichen 5G-Netz, sodass wir da auch nochmal einen Vergleich der Infrastrukturen im Kontext berufliche Bildung haben. Weitere Lernorte wie Ausbildungswerkstätten möchten wir da gerne auch noch mit einbinden und Forschungs- und Weiterbildungseinrichtungen, um eben sozusagen Lernorte wirklich zu vernetzen, stärken zu verbinden, aber eben auch Defizite an manchen Orten ausgleichen zu können. Auch entstehen so Qualifizierungsangebote für KMU und Bildungspersonal zum Thema 5G. Ja, genau. In diesem Projekt wird es auch zahlreiche Mitwirkungsmöglichkeiten gehen. Wenn Sie das interessiert, können Sie gerne mit uns Kontakt aufnehmen später. Dann haben wir im Bereich Weiterbildung, würde ich noch abschließend darauf eingehen, haben wir einerseits schon zahlreiche Lehrgänge, kurze Zertifikatslehrgänge, Fachkräfteausbildungen zu Themen wie 3D-Druck, intelligente Gebäudetechnologien. Wir haben weiterbildende Studiengänge wie digitale Technologien oder auch Business Consulting und Digital Management. Also auch da sozusagen von kleinen bis großen Angeboten schon einiges vorhanden, finden Sie genauer eben auf der besagten Homepage. Wir haben auch hier verschiedene Lernorte und eine Schaufensterroute mit verschiedenen Orten der Digitalisierung hier in der Region aufgebaut. Und es gibt auch noch Projekte, die gerade weitere Weiterbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen entwickeln, wie das Projekt DIPAC, haben aber auch sozusagen abgeschlossene Projekte wie das Projekt Humantech, das eben im Bereich Pflege und Gesundheit einen Schwerpunkt hatte. Genau, von uns auch noch in diesem Bereich ein auf den Weg gebrachtes Projekt. Das Projekt InVidIC, ein bisschen umständlich, der Gesamttitel Intermediation und Weiterbildung und digitale Transformation als Herausforderung für Bildungsökosysteme.
Ist aber alles gar nicht so kompliziert. Eigentlich geht es darum, sozusagen in Zusammenarbeit mit der Uni Paderborn, Fraunhofer IEM, der Interakademie Phoenix Kontakt und der Unity AG, digital und technische Instrumente zu entwickeln, die eben die Nutzer- und qualitätszentrierte Verbesserung von einerseits Marktplatz, andererseits Lernplattform zum Ziel haben. Da geht es dann einerseits darum, sozusagen zu gucken, wie lassen sich denn digitale Lernarrangements qualitativ hochwertig gestalten. Es geht aber auch darum, Werkzeuge zu entwickeln, mit denen eben Feedback direkt gegeben werden kann, mit dem öffentliche Bewertungen von Schulungsangeboten möglich sind oder mit denen auch automatisiert gewisse Qualitätskriterien von Schulungen erstmal überprüft werden können. Darüber hinaus geht es eben darum, Instrumente zu entwickeln zur Integration von solchen Plattformen in regionale Bildungsräume. Wir gehen eben davon aus, dass es nicht eine Plattform geben wird, sondern es verschiedene Plattformen gibt, die es einerseits untereinander zu vernetzen gibt. Also ein Anbieter hat eine, ich sage mal, eine Suchplattform, auf der man Angebote findet. Ein anderer Anbieter hat digitale Weiterbildungsangebote auf seiner Plattform. Wie vernetzt man das und entwickelt Geschäftsmodelle, von denen beide profitieren? Und wie vernetzt man entsprechende Plattformen auch mit den Personalmanagement-Plattformen in den Unternehmen, um eben für Unternehmen die Suche von Angeboten leicht zu machen und um Unternehmen zum Beispiel das Runterladen von Zertifikaten dann direkt in die eigene Softwarelösung zu ermöglichen? Und da gibt es viele Mitgestaltungsmöglichkeiten, was sozusagen die Entwicklung von Angeboten und Qualitätsanforderungen angeht, als auch sozusagen, was natürlich nachher Transferprojekte angeht, um eben die entwickelten Instrumente auch zu übernehmen, zu implementieren im eigenen Unternehmen. Genau, so viel erstmals Überblick aus unserem Projekt. Ich glaube, ich war ganz gut in der Zeit. Und freue mich auf den Herrn Brückelmann. Genau, herzlichen Dank auch nochmal von meiner Seite. Mein Name ist Alexander Röckelmann. Ich arbeite für die Nachwuchsstiftung Maschinenbau, bin hier Projektkoordinator für das aktuelle Projekt NRW Goes Digital mit dem Arbeitstitel. Und was wir denn so alles machen allgemein und was auch gerade in diesem Projekt so vor sich geht, da gehe ich gleich etwas näher drauf ein. Bevor ich jedoch auf das Projekt komme, möchte ich einfach kurz einen Überblick geben, was macht überhaupt die Nachwuchsstiftung Maschinenbau? Beziehungsweise, wer sind wir überhaupt für alle die, die uns nämlich noch nicht kennen? Also wir werden vom VDMA und vom VDW getragen und uns gibt es seit 2009. Wir haben damals angefangen mit dem Ziel, quasi das Thema ja, CNC-Programmierung in die Ausbildung zu treiben, dass dort der aktuelle Stand der Technik ausgebildet wird. Neben dem VDW und VDMA, was also unsere Hauptträger sind, haben wir auch noch Partnerunternehmen, die uns natürlich unter anderem finanziell, aber auch mit Schulungen unterstützen. Wir haben halt den Ansatz gewählt von der Industrie für die Industrie. Das heißt, also unser ganzes Bestreben zielt halt auf die Ausbildung ab, auf die Ausbildung einmal der Multiplikatoren, also sprich der Ausbilderinnen und Ausbilder, als auch der Lehrerinnen und Lehrer, welche dann nachher ihr Wissen an unsere, ja, ich sag mal, zweite Zielgruppe, die Auszubildenden, nämlich dann weitergeben wollen. Dementsprechend erweitert sich unser Partnerportfolio weiter da, wo wir halt letztendlich die uns unterstützen im Durchführen von Schulungen, welche sie nachher nutzen können. Und dass wir zum Beispiel auch mit den Schulen zusammenarbeiten überhaupt dürfen, das halt, dafür sind Kooperationsverträge mit den einzelnen Ministerien notwendig, aber auch die sind damit eingestiegen. Was machen wir denn überhaupt ganz genau? Also wir haben uns auf die Fahne geschrieben, quasi die Nachwuchsgewinnung voranzutreiben, also Nachwuchsförderung, als auch ja, das aktuelle Wissen, was am Markt ist, in die Ausbildung zu bringen. Und zwar, weil wir der festen Überzeugung sind, genau da gehört es auf jeden Fall hin, weil letztendlich die Ausbildung bei Ihnen im Hause ja letztendlich die Facharbeiter in 3,5/4 Jahren ja erst hervorbringen. Von daher sind wir da der festen Überzeugung, dass wir aktuell mit aktuellen Medien und aktueller Technik halt auch ausbilden wollen und müssen. Und da möchten wir gerne die Schulen als auch die Unternehmen bei unterstützen. Ja, und wie wir das machen, ist halt unter anderem durch Beratung. Das heißt, in dem einen oder anderen Unternehmen von Ihnen sind wir auch schon unterwegs,
Oder halt auch dadurch, dass wir Medien entwickeln oder digitale Lernplattformen. Da gehe ich aber gleich noch drauf ein. Auch unsere Zielgruppe ist letztendlich, den Nachwuchs zu fördern, den zu begeistern, was der Maschinenbau so alles kann. Also wir haben ja in den letzten Jahren, erleben wir immer häufiger, dass der Nachwuchs, ich sag mal, dass der Maschinenbau nicht mehr ganz so attraktiv geworden ist für die junge Bevölkerung. Und wir versuchen halt gerade über Messen in der Sonderschau Jugend halt wieder, ich sag mal, das Thema Maschinenbau anfassbar zu machen, unterstützen auch sonstige Projekte, die sich damit beschäftigen, halt die Jugend schon früh, schon in der Schule quasi für den Maschinenbau zu begeistern und auch das Thema, ich sag mal, auch Ausbildung, dafür Werbung zu machen, dass eben nicht die Ausbildung quasi das Ende ist, sondern quasi auch erst der Anfang sein kann für eine hervorragende berufliche Karriere. Ja, wir beraten Unternehmen, wir stellen wir haben eine Lernplattform vor 6 Jahren ins Leben gerufen, auch über ein Projekt. Wir bieten Fortbildungen an, wir erarbeiten Lehr- und Lernmedien, sind auf Messen und Tagungen vertreten, zertifizieren Schulen zum Thema Digitalisierung und haben diverse geförderte nationale und internationale Projekte, wie jetzt zum Beispiel auch das Thema 5G, was gerade Herr Bredenkötter auch schon erwähnt hat. Einen ganz kleinen Überblick über das Thema. Wir haben halt, wie gesagt, Lehrmedien, sowohl in Print als auch in digitaler Version. Wir stellen ganze Koffer zusammen, um das halt in Schule anschaulich zu vermitteln. Aber auch das Thema Digitalisierung treibt uns natürlich enorm. Und da haben wir das Thema MLS, also unsere mobile Lern- und Arbeitsplattform, ins Leben gerufen, ist über ein Projekt entstanden und mittlerweile fester Bestandteil, also ein Produkt sozusagen der Nachwuchsstiftung. Dieses Produkt wird weiterentwickelt. Aktuell, also da steckt ein eigenes Entwicklerteam hinter, die Lernplattform pflegt und halt weiterentwickelt. Dementsprechend darf man sich da zum Beispiel auch dieses Jahr wahrscheinlich so ein Frühherbst auch eine ganz große Erneuerung auch vor, und dann kommt die MLS 2.0 raus. Was möchten wir mit dieser Lernplattform erreichen? Wir möchten, dass der bestehende Inhalt, der Sie, also sprich auch die Unternehmen, schon so erfolgreich gemacht hat und seit Jahren auch schon erfolgreich im Unternehmen eingesetzt wird, ich sag mal, in neue Medien überführt werden kann und halt angereichert werden kann durch die ganzen Inhalte, die halt auf uns neu einprasseln. Somit ist es halt da vor allen Dingen möglich, eigenen Content zu integrieren, aber auch bestehenden Content zu verwenden. Da wird die Plattform auch immer innovativer. Zum aktuellen Zeitpunkt haben wir zum Beispiel derzeit 170 Unternehmen, die diese Plattform schon einsetzen und aktuell 3600 User, die halt richtig aktiv sind. Also da haben wir jetzt auch nur die aufgezählt, die sehr aktiv mit dieser Plattform arbeiten. Natürlich, Corona hat uns da auch einen deutlichen Schub gegeben, was das ganze Thema angeht. Neben dieser Plattform haben wir aber auch Fortbildung für Ausbildende. Da ist unsere Zielgruppe ganz klar die Multiplikatoren, also sprich die Ausbilderinnen und Ausbilder und Lehrerinnen und Lehrer. Über 120 Ausbildungen haben wir da schon, welche wir den Multiplikatoren an der Stelle anbieten können. Wir haben die Themenschwerpunkte CNC-Fertigung, CAD und CAM. Das sind die Schwerpunkte, mit denen wir 2009 gestartet sind. Mittlerweile sind Blechbearbeitungen dazugekommen, aber auch Digitalisierung, Messen und Prüfen, Steuerungstechnik, additive Fertigung und. Also wir haben in Summe 10 Bereiche und jetzt auch ganz neu, weil das immer mehr nachgefragt wird, auch diese sogenannten natürlich Soft Skills, also wo wir darauf eingehen, wie ich überhaupt mit den Auszubildenden besser interagieren kann, wie ich sie da abhole, wo sie stehen. Auch interkulturelles Training ist natürlich ein Thema, wie auch neue Generationen von Auszubildenden oder auch regionales Azubi-Marketing. Also das ist ja auch immer wieder Thema, wenn ich jetzt nicht ein sehr bekanntes Unternehmen bin, hören wir immer wieder das Problem, dass halt überhaupt zu wenig Bewerbungen überhaupt eingehen und somit der Nachwuchs oder auch der Bestand des Unternehmens gefährdet ist. Und auch da wollen wir uns natürlich unterstützend zeigen und gucken, welche Wege man in der heutigen Zeit vielleicht noch gehen kann, um neue Auszubildende zu erreichen. Genau, wir sind in verschiedenen Projekten unterwegs.
Hier habe ich mal eine ganz kleine Auflistung, was wir aktuell schon zum Beispiel gemacht haben. Das Thema Zusatzqualifikation, digitale Fertigungsprozesse ist ein altes, aber auch gerade aktuelles Projekt. Warum, erkläre ich gleich nochmal. Aber zum Beispiel das Projekt NRW Go Digital, in dem wir aktuell unterwegs sind, oder das ITD-Projekt in Baden-Württemberg, ein Innovations- und Transferprojekt, wo es auch der Schwerpunkt ist, dass das Industrie 4.0, wie kann man das umsetzen? Wie bekommen wir das Thema angepackt und in die Unternehmen, gerade in die Ausbildungsbetriebe, eingetragen? Aber auch international sind wir unterwegs im Afrika-Projekt. Auch da geht es um Inhalte, quasi auch schon Industrie 4.0-Inhalte dort auch umzusetzen. Etwas näher möchte ich gerne auf das NRW-Projekt eingehen. Und zwar haben wir uns da zur Aufgabe gemacht, ein ganzheitliches Angebot beziehungsweise auch ein ganzheitliches Verständnis auf die Beine zu stellen vom Thema Industrie 4.0, nämlich was bedeutet das eigentlich, was heißt denn das Ganze vernetzen? Wir haben in dem Projekt über die Industriepartner letztendlich 8 Schwerpunkte ausgemacht. Das sind die 8 Schwerpunkte, die Sie gerade auf der Folie sehen, also über additive Fertigung, was ja schon, verzeihen Sie mir, fast schon alter Hut ist, aber ich mache über Smart Maintenance, intelligente Produktion mit CPS, Arbeit 4.0, auch das ist ganz, ganz wichtig. Wie sieht die Arbeit von morgen aus? Oder auch Basics, wo zum Beispiel als Beispiel die Prozessanalyse, was sind überhaupt Prozesse und warum ist ein, ich sag mal, schlechter analoger Prozess auch ein schlechter digitaler Prozess? All solche Themen wollen wir ganzheitlich in diesem Projekt bearbeiten. Mit dem Projekt sind wir seit 2018 unterwegs und wir sind dieses Jahr tatsächlich auch schon am Ende, vor allen Dingen am Ende, was das Thema Multiplikatorenausbildung angeht. Das Projekt hat 3 Phasen. Es ist noch die Gegenwart, weil wir uns noch in allen Phasen tatsächlich befinden. Das heißt, unser Ziel in diesem Projekt ist es, 600 Multiplikatoren zu qualifizieren. Das haben wir ungefähr so halbe halbe. Das heißt, 300 Ausbilderinnen und Ausbilder als auch 300 Lehrerinnen und Lehrer wollen wir mit dem Projekt erreichen. Das wird uns auch nahezu gelingen. Wir sind jetzt bei knapp über 500 Teilnehmer an der Stelle in 65 Berufsschulen. Also das heißt, wir haben 65 Berufsschulen in NRW mit dem Projekt erreicht. Das sind fast alle gewerblich-technisch ausbildenden Berufsschulen in NRW. Wir in diesem Projekt, weil es das Ziel hat, das ist die dritte Phase quasi, das sind die 1200 Auszubildende, die wir dann am Ende des Tages damit erreichen wollen, nämlich dass die jungen Menschen durch eine Zusatzqualifikation sich mit den aktuellen oder neuen Themen bereits beschäftigen und ihnen im Unternehmen dann bereits einen Mehrwert geben, weil sie schon davon gehört haben, weil sie schon Zusammenhänge erkannt haben, weil sie das sofort auf ihre Prozesse in ihrem Unternehmen adaptieren können. Und damit das gelingen kann, jetzt komme ich zu diesen 22 Lernsituationen, haben wir uns halt dazu entschlossen, auch Lernsituationen für die Umsetzung in der Schule zu schreiben, diese mit den Lehrkräften zu entwickeln, damit das ganze Thema dann einheitlich in NRW derzeit nur umgesetzt werden kann. Und auch da sind wir auf einem guten Weg. Aktuell sind 17 von 22 Lernsituationen bereits geschrieben und auch genehmigt. Das heißt, die werden durchs Ministerium in NRW, also durch das Schulministerium, abgesegnet und werden dann in die Schule weitergetragen. Auch in diesem Projekt sind wir nicht alleine. Wir sind da ganz stark auf unsere Partner angewiesen und verfolgen wir unser Credo von der Industrie für die Industrie, und unsere Projektpartner sehen Sie gerade vor sich, ob das ein DMG Mori ist, ob das ein Beckhoff, Heidenheim, Siemens. Die Unternehmen haben gesagt, hey, das, was ihr da macht, das finden wir richtig gut und stellen letztendlich die Schulungspartner für die Multiplikatoren. Das heißt, ihre Ausbilderinnen und Ausbilder oder auch die Lehrerinnen und Lehrer werden von den Unternehmen direkt ausgebildet, beziehungsweise das Wissen wird direkt von diesen Unternehmen an sie herangetragen, um halt dann das Wissen in die Schule zu tragen, um es so an die Schüler zu bringen, dass wir da gar nicht als Zwischenhändler sozusagen dienlich sind, sondern von der Industrie direkt an die Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Zudem wollten wir es möglichst anfassbar machen. Also ein ganz, ganz großes Ziel war es da tatsächlich, das nicht nur so abstrakt zu gestalten, sondern es erlebbar zu machen. Und auch da waren unsere Partner mit uns zusammen sehr findig,
Zum Beispiel auf der linken Seite, das ist extra für dieses Projekt konstruiert und gebaute Demo-Rack der Firma Beckhoff an der Stelle. Das ist tatsächlich nur für das Projekt entwickelt worden. Und man guckt jetzt gerade, wie es auch sonst in der Lehre letztendlich zum Einsatz kommen kann. In der Mitte sehen Sie ein Spiel, welches vom IWT-Institut entwickelt und entwickelt wurde, um zum Beispiel Prozesse oder Ihnen wird zwar, wird Ihnen wahrscheinlich allen das Push- und Pull-Prinzip bekannt sein. Warum ist da so ein großer Unterschied und wie kann man das anfassbar machen, indem man es quasi erlebt? Und erleben können wir das durch ein Spiel. Und auf der rechten Seite sehen Sie mich quasi mit einer VR-Brille, das war zum Thema AR, VR, auch das erlebbar machen, was gibt es für Techniken, was gibt es für Brillen, dass die Teilnehmer da durchlaufen, das ja quasi fühlen noch nicht ganz, aber zumindest erleben können, vorm geistigen und vorm richtigen Auge, was können diese Brillen heute leisten, was kann diese Technik bereits leisten, was geht aber auch noch nicht. Genau, und zum Schluss möchte ich gerne auch noch auf das Thema 5G-Lernorte für die Ausbildung. Wir freuen uns drauf, Partner zu sein in dem Projekt, weil ich denke auch, das ist einfach eine Technik, die uns weiterbringen wird. Es werden ganz viele Neuerungen auf uns zukommen. Ob das im Automobilsektor, in der Industrie, ich glaube, unser ganzer Lebensbereich, sowohl privat auch als beruflich, wird davon ich denke auch profitieren, weil wir ganz viele neue Dinge erleben werden. Und wir als Projektpartner haben dann die Aufgabe letztendlich da, das ganze Thema auch wieder in die Praxis zu tragen durch Entwicklung von Lernmodulen, die dann umgesetzt kommen können. Gut, ich hoffe, ich war nicht zu schnell, aber von meiner Seite an der Stelle erstmal recht herzlichen Dank. Und für Fragen stehen wir gleich zur Verfügung, aber ich übergebe jetzt erstmal wieder an die Frau Akoska. Ja, vielen Dank für die spannende Einblicke. Und damit würde ich gerne die Runde eröffnen hier und ich freue mich auf Fragen aus dem Plenum. Löcher für die beiden. Vielleicht, wie Sie vielleicht teilnehmen können, wenn Sie was Eigenes entwickelt haben, wie man sich vernetzen kann. Immer raus mit den Fragen. Am Anfang sind immer alle stumm. Dann vielleicht eine Frage von mir. Wie könnte ich denn jetzt als kleines, sagen wir mal, als kleines Unternehmen, als kleiner Handwerk erstmal ganz niederschwellig einsteigen? Welche Angebote habe ich denn? Wie komme ich da rein? Muss ich gleich an einem Projekt teilnehmen? Muss ich mich mit großem Verwaltungsaufwand da irgendwie drum bemühen? Oder wie kann ich denn im Bereich der beruflichen Bildung, Weiterbildung, Ausbildung ganz niederschwellig in OWL an so einem Projekt teilnehmen? Ich hatte gerade ein kleines Verbindungsproblem und habe Sie gerade nicht so genau verstanden, aber ich glaube größtenteils schon. Also ein möglicher Einstieg für kleine und mittlere Unternehmen eben. Ich glaube, man muss, ich hatte das ja vorhin schon mal, den Begriff agiles Ausprobieren, Anpassen, Übertragen gesagt. Ich glaube, manche Dinge sind eben auch einfacher, als man denkt. Zum Beispiel gibt es ja immer wieder, was öfter mal so ein Beispiel, was gebracht wird, ist zum Beispiel, man baut QR-Codes an eine Maschine und dann kann man sich sozusagen über eine AR-VR-Brille im Grunde genommen zum Beispiel anschauen, wie man jetzt diese Maschine umrüsten kann oder wo. Teilweise geht es dann auch um so Sachen wie Fehlererkennung und so weiter. Und das ist natürlich so ein AR-VR-Ding ist natürlich sozusagen erstmal schon mal eine Hürde, sowas auf die Beine zu stellen. Oder gibt es zum Beispiel eine ganz gute Erfahrung von Weidmüller zum Beispiel, was man auch auf kleines Unternehmen ganz leicht umsetzen kann. Zum Beispiel Weidmüller hat in seiner Ausbildungswerkstatt, haben die eine Reihe von Maschinen, einen QR-Code, den können sich Auszubildende, können dann ein Tablet nehmen, den QR-Code einscannen und sehen dann, wie man an einer Maschine zum Beispiel ein Werkzeug auswechselt oder ähnliches. Und dadurch wird natürlich letztlich der Ausbilder im Betrieb entlastet. Die Auszubildenden haben immer wieder die Möglichkeit, sich das anzugucken. Aber man muss das gar nicht unbedingt über AR-VR machen, sondern ein normales Video tut es vielleicht auch auf einem Tablet. Und das ist dann was wirklich jeder machen kann. Das ist dann keine Kunst, da kann man theoretisch ein Video mit einem Handy drehen, kann das in eine Dropbox legen, klebt einen QR-Code an der Maschine und schon
kann jeder letztlich digitale Technologien auch im Unternehmen ganz schnell nutzen, um seine Ausbildungsprozesse zu verbessern. Und die Teilnahme an vielen Projekten sowieso, man sich sozusagen, ich habe ja auch schon verschiedene Möglichkeiten genannt, wo man auch bei uns, wenn neue Projekte starten, ins Gespräch kommen kann, was sozusagen Angebote für Ausbilderinnen angeht, ist man ja bei Herrn Bröckelmann richtig. Da gibt es zahlreiche Möglichkeiten, selber Dinge auf die Beine zu starten oder eben auch die Angebote von Projekten zu nutzen. Ja, auf jeden Fall. Also die reichlichen Angebote das, und auch entlang der gesamten Bildungskette haben Sie ja beide auch wirklich sehr gut schon dargestellt. Wir haben eine Frage im Chat von Frau Hildebrand, ob die Politik in Bezug auf den digitalen Unterricht auch die Erfahrungswerte der letzten zurückgreift. Schwierig zu sagen. Also ich meine, es ist jetzt nicht so, dass, also jetzt für mich gesprochen, ich sitze jetzt nicht in irgendwelchen Beratungsgremien oder ähnliches in der Hinsicht, aber wir präsentieren natürlich unsere Ergebnisse an verschiedenen Stellen und kommen dann immer wieder in Diskussionen natürlich zu, gerade auch was diese Bedarfsanalyse angeht. Insofern sozusagen gibt es da natürlich einen mittelbaren Bezug. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir da eine formelle Funktion aktuell haben. Genau, und Herr Bröckelmann hat ja sozusagen schon gesagt, dass sozusagen die dort entwickelten Angebote natürlich auch von den Ministerien abgesegnet werden, sozusagen, wo dann zumindest der Kontakt natürlich auch in den, so wie er es gerade geschildert hat, dann ja über die Ministerien zumindest da ist. Genau, ich kann auch gerne noch ergänzen, was zu sagen. Also wir haben, das ist auf jeden Fall Thema in den Ministerien, beziehungsweise natürlich in den bei den Lehrerinnen und Lehrern, man sieht es ja in der Presse, dass es dann halt nicht so toll funktioniert. Wir selbst im Projekt NRW Goes Digital mussten ja von heute auf morgen quasi aus einer Präsenzveranstaltung in ein Blended Learning Konzept switchen. Das war die Herausforderung letztes Jahr, nachdem dann tatsächlich der Lockdown beschlossen wurde. Da sammeln wir Erfahrungen, das spiegeln wir auch weiter. Und das Spannende daran war unter anderem auch, dass natürlich die Erfahrungswerte bzw. das Erfahren direkt auch die Lehrerinnen und Lehrer als Teilnehmer erfahren durften. Dadurch, dass wir quasi die Schulung für die Multiplikatoren umgestellt haben, haben sie sofort erfahren, okay, so ist Blended Learning, so kann das aussehen, so wirkt das auf mich. Und es wurde auch tatsächlich im Rahmen des Projektes alleine schon fleißig mitdiskutiert. Und auch wir sind offen für Neuerungen. Deswegen war das eigentlich ein ganz guter Austausch bisher, wie auch letztendlich die Lehrerinnen und Lehrer dann in den Schulen damit umgehen. Und wir haben es letztendlich auch erlebbar gemacht. Somit ist das Thema auf jeden Fall präsent. Umsetzung ist natürlich immer etwas. Okay. Vielen Dank. Dann hätte ich noch die Frage, Sie haben beide von Plattformen auch schon gesprochen, die man auch miteinander vernetzen sollte und sich auszutauschen wollte. Das ist vielleicht ja auch noch ganz interessant, wenn ich jetzt ein größeres Unternehmen bin und schon unternehmenseigen eine Aus- und Weiterbildungsplattform etabliert habe. Wie schaffe ich es jetzt konkret über Sie beide vielleicht, über die Netzwerke, mich jetzt mit anderen Firmen aus der Region kurz zu schließen und dort auch die Inhalte auszutauschen oder auch gemeinsame Schulungen zu planen? Vielleicht kurz von meiner Seite zu dem geplanten Projekt, von dem ich zuletzt berichtet habe, dieses Plattformprojekt. Da planen wir zum Beispiel auch, dass es möglich ist für Unternehmen, die bestehende Weiterbildungsangebote vielleicht teuer auch im Haus entwickelt haben, dass sie eben selber auch zum Weiterbildungsanbieter werden können. Das heißt, ich habe intern eine teure Schulung gemacht, habe vielleicht auch eine Lernplattform intern und möchte aber die vielleicht auch anderen Unternehmen zur Verfügung stellen und sozusagen meine Entwicklungskosten wieder rausholen, wie auch immer. Da ist dann schon die Idee, dass man sozusagen auch mit unserem Ansatz die Möglichkeit hat, als Industrieunternehmen zum Weiterbildungsanbieter zu werden und dass wir somit dazu kommen, Weiterbildung aus der Industrie für die Industrie auch auf direktem Wege zu machen. Ich würde auch nochmal, ich denke, dass, also das ist auch bei uns der Fall, sprich die technischen Möglichkeiten sind da
auf jeden Fall immer gegeben. Also die größten Hürden sind eigentlich eher die Geheimhaltungs- und datenschutztechnischen Themen, die dann zwischen Unternehmen, also wenn ich auf solchen Plattformen agiere, muss ich natürlich solche Thematiken immer betrachten, bevor ich in so einen Austausch gehe. Das sind, glaube ich, die größeren Hindernisse. Und da erwarten wir jetzt auch, ich hatte vorhin einmal kurz erwähnt, dass wir durchaus das MLS 2.0 ins Leben rufen werden dieses Jahr. Und da wird es dann eine einfachere Möglichkeit auch geben, solche Austauschmöglichkeiten wahrzunehmen. Das ist im Moment noch ein etwas größerer bürokratischer Akt, aber es geht auf jeden Fall, über diese Plattform zu kommunizieren. Dann vielleicht nochmal aktuell jetzt, Sie haben beide von Bildung 4.5 anfassen gesprochen, von Demonstratoren oder auch Messeauftritten und so weiter. Wie haben Sie es im vergangenen Jahr gehalten? Wie kann man das jetzt zum Anfassen machen? Wie mussten Sie da auch switchen? Herr Bröckelmann, Sie hatten es eben schon so ein bisschen angedeutet, aber gerade auch so im Bereich der Schüler, also sowas wie Mitmachtag oder so, ist im Moment eher schwierig präsent herzustellen. Sprechen Sie praktisch den Nachwuchs an? Ich bin Möchten Sie zuerst oder soll ich? Schießen Sie ruhig los. Okay. Ist natürlich auf jeden Fall eine Herausforderung. Also ganz klar, das war auch von jetzt auf gleich umzustellen und das Erlebbare weiterhin erlebbar zu machen, war und ist eine Herausforderung. Möchte ich gar nicht da anders betiteln. Tatsächlich sind aber auch da die Unternehmen sehr kreativ geworden, wie zum Beispiel Beispiel das Demo-Rack, was Sie vorhin auf der Folie gesehen haben von der Firma Beckhoff, gab es dann auch in digital. Also sprich, die Handhabung, die dann im Unterricht, also in den Lernsituationen, in den Lerneinheiten gemacht werden sollten, konnten so die Teilnehmer letztendlich an einem digitalen Rack dann machen. Das ersetzt nicht alles, aber deckte dann auf jeden Fall schon so gute 80% von den Möglichkeiten ab, die das Rack in dem Fall tatsächlich machbar ist. Klar, um ein Erlebnis einer virtuellen Brille zu machen oder ich sag mal, selbst solche einfachen, abschierbar oder ich sag mal, bekannten Programme und CAD-Programme, die schon seit Jahrzehnten auf dem Markt gibt, auf einmal eine Hürde, weil die Programme im Normalfall lokal irgendwo liegen, entweder in der Schule oder im Betrieb. Das auf einmal erlebbar zu machen, ist dann recht schwierig. Dann bleibt man da in der Theorie hängen. Da haben wir dann mit unserem Partner, der FH Bielefeld, einen wirklich sehr anschaulichen Vorlesungsstil gefunden und können halt über das Thema eine cloud-basierte CAD-Lösung anbieten, wofür wir dann auch gleichzeitig Kurse ins Leben gerufen haben, damit das trotzdem zu Hause passieren kann. Aber es sind natürlich dort bei bestimmten Themen einfach Grenzen gesetzt. Das muss man leider so sagen. Ja, das mit der Herausforderung kann ich natürlich unterstreichen, dass es und die Herausforderung beginnt ja schon im Grunde genommen, bevor wir uns sozusagen durch Corona zwangsläufig in den digitalen Raum begeben haben. Das beginnt ja schon damit, überhaupt komplexe Technologien herunterzubrechen für Schülerinnen und Schüler. Da haben wir ja zum Beispiel jetzt im laufenden Projekt mit der Uni Paderborn, hatte ich ja gerade schon erwähnt, vier Industrie 4.0 Module für Schülerinnen entwickelt. Und jetzt geht es zum Beispiel für uns auch darum, die in die Fläche zu bringen. Das ist dann das, was in diesem neuen Projekt passieren soll. Da sind wir nämlich schon wieder bei einer neuen Hürde, nämlich wir sind in OWL in einer Flächenregion mit sehr viel ländlichem Bereich, in dem eben kein Schülerlabor an der Universität oder Ähnliches ist. Und darum unser Ansatz eben über die Jugendzentren und die Vereine, die es überall vor Ort gibt, zu gehen. Dort ist wiederum natürlich die Ausstattungsfrage eine andere. Ne? Also wir wollen es niedrigschwellig machen und mit sozusagen anschaulichen Beispielen zu den Jugendlichen nach Hause kommen. Jetzt gerade natürlich macht da Corona einen Strich durch und das Übertragen von Angeboten dann noch im digitalen Raum macht es natürlich noch mal schwieriger. Da sind wir natürlich auch sozusagen in dem Projekt jetzt gerade dran, Dinge zu entwickeln oder die schon gibt zu nutzen. Nichtsdestotrotz bauen wir schon darauf, dass es bald sozusagen hoffentlich wieder in die physische Welt ein bisschen mehr möglich ist. Und hoffen, wie gesagt, auch schon, dass wir da wirklich auch Unterstützung bei Ihnen in den Unternehmen finden, dass mal ein Ausbilder auch Mitglied in unserem Referentenpool wird und bereit ist,
in seinem Kreis, bei sich in der Umgebung, wo auch immer es für ihn möglich ist, vom Radius her, wohin zu kommen, Schülern Berufe vorzustellen, mit Schülern, wenn es eine Möglichkeit gibt, mal eine Kleinigkeit einfach vor Ort zu machen. Das wäre schon ein großer Wunsch von uns nochmal, dass wir da wirklich einen schlagkräftigen Referentenpool auf die Beine stellen, der es dann eben umgekehrt natürlich Unternehmen auch Thema Suche nach Auszubildenden war ja auch ein Thema vorhin schon, der es dann eben Unternehmen auch ermöglicht mit wirklich interessierten Jugendlichen, die zu solchen Veranstaltungen hinkommen, sei es über eine Schulegeschichte, sei es aber auch sozusagen wirklich in der Freizeit eben Kontakt zu knüpfen. Und wie gesagt, sprechen Sie uns gerne an, um da mit in den Referentenpool zu kommen und mitzuhelfen, eben die digitale Arbeitswelt und Berufe mit Zukunft für Jugendliche erlebbar zu machen. Ja, ich glaube, das hoffen wir alle, dass so bald wieder. Also offline ist nicht ganz abgeschrieben dabei. Zum Abschluss, in Anbetracht der Zeit, haben wir jetzt eine Frage aus dem Chat, und zwar, ob die digitalen Kenntnisse der Ausbilder bzw. der Ausbildungsbeauftragten reichen, um als digitale Ausbilder auftreten zu können, Ihrer Einschätzung nach? Ich fange vielleicht mal an. Also wir haben das ja, hatte ich im Kontext von unserer Bedarfsanalyse auch erwähnt, dass da schon häufig aufkam, das Thema auch die Ausbilderinnen und Ausbilder müssen Ängste genommen werden, weil es natürlich auch öfter selber ältere Beschäftigte sind, die Ausbilder sind. Auch die haben Ängste vor digitalen Technologien. Auch die müssen fit gemacht werden. Und genau darum ist die Nachstiftung da ja auch aktiv in diesem Bereich. Genau, und es gibt auch andere Angebote noch. Es gibt gerade ein Projekt Mika, hieß das. Da ging es um Medien- und IT-Kompetenzen für Ausbildungspersonal. Das heißt, es gibt da schon Initiativen, die in die Richtung gehen, dort auch wirklich noch was zu bewegen. Ja, ich hätte die Frage auch damit beantwortet, mit dem klassischen kommt drauf an. Tatsächlich ist die Streuung sehr, sehr groß. Es hängt viel von dem Interesse ab, was die Ausbilderinnen und Ausbilder mitbringen. Auch im privaten Netzwerk, was man schon zu Hause so macht mit Smart Home und Co. Aber was wir auch immer wieder feststellen, ist auch die Kommunikation letztendlich ins Unternehmen rein. Also wissen die Ausbilderinnen und Ausbilder überhaupt von den Anforderungen, die im Unternehmen vorherrschen. Nämlich gerade bei dem Thema Digitalisierung ist es ein sehr individuelles Thema, was wir dort beschreiten. Und deswegen sind wir halt in den Unternehmen auch mit dem Thema Beratung sehr aktiv. Einfach zu gucken, wo steht denn Ihr Unternehmen überhaupt und wo möchte das Unternehmen auch hin? Also das ist ja dann sehr individuell und genau so müssen wir dann oder sollten sich die Ausbilderinnen und Ausbilder dann auch darauf vorbereiten, beziehungsweise sich da aufstellen zu gucken, was können wir aus der Ausbildung heraus tun und wo müssen wir uns noch steigern, um das Ziel dann des Unternehmens auch zu erreichen. Und da sind wir dann stark in der Beratung mit den Ausbildern und Ausbildern, fragen dann genau solche Dinge.